Die sozialen Medien sind in der Kriegskommunikation rund um den Ukraine-Konflikt sehr entscheidend. Das hat auch eine neue Qualität erreicht, denn mit Selenskyj hat man einen Präsidenten, der sehr medienaffin ist, also der auch weiß, wie diese sozialen Medien genutzt werden können. Er begann ja, was eine sehr außergewöhnliche Biografie ist, seine Karriere ursprünglich als Komiker und Schauspieler. Also auf Arte gab es in der Mediathek hier auch die Serie Diener des Volkes zu sehen, in der er als aufrichtiger und etwas unbeholfener Lehrer zum Präsidenten wird, nachdem sich ein Wutausbruch von ihm, ein Rant, in den sozialen Medien verbreitet hat. Das war die Fiktion. Und im Lauf der Serie gab er dann tatsächlich bekannt, dass er für das Amt des Präsidenten kandidiert. Und nachdem die Umfragewerte entsprechend positiv aussahen, hat er diesen Posten tatsächlich auch bezogen. Was erst einmal für ja, etwas Irritation auch sorgte. Jetzt hat sich natürlich durch die russische Invasion die Lage stark verändert. Also Selenskyj zeigt auch ein politisches Gespür und eine staatsmännische Qualität im Umgang mit dem Konflikt. Aber dabei fällt auch auf, dass er sich im Unterschied zu Putin entsprechend gut in den sozialen Medien zu inszenieren weiß. Also eigentlich alles das, was vorher schon in der Laufbahn als Schauspieler eine Rolle spielte, das setzt sich jetzt fort. Also es gab von ihm viel beachtete und diskutierte Ansprachen bei den Filmfestspielen von Cannes, wo er zugeschaltet war, oder bei der Grammy-Verleihung, einer Musikpreisverleihung in den USA, die so etwas ist wie der Oscar für musikalische Leistung. Und das zeigt eigentlich auch sehr stark, wie er es versteht, die sozialen Medien zu bespielen. Also einerseits fast mit dem Wissen eines Profis aus dem Celebrity-Bereich, aber gleichzeitig wird das natürlich auch geschickt genutzt, um Informationen zu verbreiten. Es ist eine zweischneidige Angelegenheit. Einerseits erreicht das natürlich eine Öffentlichkeit, die man sonst vielleicht gar nicht richtig erreichen würde. Andererseits hat das Ganze dann doch ein bisschen merkwürdigen Beigeschmack, wenn ein Milliardär wie Elon Musk in diese Debatte wie ein diplomatischer Vermittler eingreift. Und das bekommt auch eine Gewichtung, die man sonst eigentlich eher Diplomatinnen vorbehalten würde. Und die Art und Weise, wie darauf reagiert wird, ist teilweise ja, von der Eigendynamik der sozialen Netzwerke geprägt. Also das ist auch etwas, womit man dann vielleicht diplomatische Möglichkeiten nicht wirklich auslotet, sondern die sogar auch etwas behindert, indem man den sich dann sehr schnell zuspitzen, verschärfenden Ton in der Kommunikation über die sozialen Kanäle, wo ja doch gerade bei Twitter zählt ja die Spontanität und die schnelle Reaktion auch, wo das dann doch auch zu ja, einem Tonfall führt, der das Ganze vielleicht etwas erschwert. Also in dem Fall Elon Musk präsentierte seine Vorschläge für einen Friedensplan, die kontrovers aufgenommen wurden. Unter anderem schlug er vor, dass die Krim in russischer Hand bleiben sollte und gab dazu Abstimmungsmöglichkeiten. Selenskyj konterte das sehr geschickt mit Abstimmungsmöglichkeiten, ob man einen Elon Musk möchte, der für Russland oder der für die Ukraine ist. Das sind natürlich dann Inszenierungsformen, die doch schon nicht mehr ganz so die klassische Diplomatie befördern, sondern die eher von der etwas zugespitzten Rhetorik der sozialen Medien oder vielleicht sogar der Celebrity Culture zehren. Das, was Putin präsentiert, also weitgehend den Krieg auszublenden, auch zu behaupten, dass es ja gar kein, anfangs zu behaupten, dass es gar keinen Krieg gäbe, sondern dass das ein Spezialeinsatz sei, dazu konfuse, erfundene Geschichten über die Niederschlagung von faschistischen Bestrebungen in der Ukraine, was natürlich eine Groteske ist, wenn man den jüdischen Hintergrund von Selenskyj bedenkt. Das sind eigentlich alles noch sehr klassische ideologische Statements, also die nicht mit der Sophistication arbeiten, mit der die ukrainische Regierung arbeitet. Putin setzt eigentlich auf sehr traditionelle Propaganda, also vieles ausblenden, andere Meinungen unterdrücken. Allerdings ein
eine gewisse Kompetenz im Umgang mit den sozialen Kanälen findet sich natürlich schon. Also wenn man sich anschaut, wie durch Trolle und Bots Diskussionen beeinflusst werden in den westlichen sozialen Medien, dann zeugt das schon von einer sehr überlegten strategischen Kriegsführung. Oder auch ein Punkt, der in den letzten Monaten häufiger diskutiert wurde, war, dass wenn soziale Medien wie Facebook und andere die russischen Propagandakanäle sperren, dass diese dann doch auf anderen Sprachen verbreitet werden. Also das wurde in der New York Times vor ein paar Wochen diskutiert, dass etwa die Mitteilungen aus Putins Propaganda dann nicht auf Englisch verfügbar sind, aber auf Spanisch zirkulieren sie durchaus. Also das ist so etwas, wo man doch merkt, sie sind schon, auch wenn die Propaganda sehr plump wirkt, sie sind schon geschickt in dem, wenn es darum geht, Hintertüren in den sozialen Medien zu finden. Also das ist kein unbekanntes Gebiet für sie.